Hallo, es sind gerade Herbstferien und ich arbeite gerade nicht. Also ich habe Urlaub und ich bin hier gerade im Urlaub. Yay! guck mal, das hier ist eine Ferienwohnung. Also ich wohne gerade hier in der Ferienwohnung. Und die Ferienwohnung ist in einem kleinen Ort direkt am Meer, direkt am Strand. Ich zeige dir das mal. Guck, hier ist der Balkon. Ich gehe auf den Balkon und da hinten ist das Meer. Kannst du das Meer hören? Ja, das ist das Mittelmeer. Ich bin hier an der Mittelmeerküste von Spanien. Und ich gehe jetzt ans Meer, also an den Strand. Ich nehme die Tasche mit und ein Tuch für den Strand. Guck, das ist das Meer. Und hier ist der Strand. Siehst du die Wellen? Guck mal, hier sind Muscheln. Das ist der Sand. Ich freue mich total, mal wieder am Meer zu sein, mal wieder am Strand zu sein. Ich war lange nicht mehr am Meer. Es ist sehr schön und vor allem die Ruhe hier tut richtig gut. Also ich habe den Strand fast für mich alleine. Hier sind kaum andere Menschen. Siehst du? Es ist niemand da. Ich denke, im Sommer, also im Juli und im August, ist hier bestimmt viel los. Also da sind bestimmt viele Menschen hier in diesem Ort und am Strand. Im Sommer ist die Hauptsaison. Also im Sommer sind sehr viele Menschen hier. Und jetzt ist es Herbst, also die Nebensaison. Jetzt sind nicht viele Menschen hier. Und das finde ich sehr gut. Ich mag es lieber, wenn der Strand leer ist. Und ja, ich
habe Lust, einen Kaffee zu trinken. Es gibt nur ein kleines Problem. Die meisten Cafés und Restaurants hier haben zu, also sind geschlossen, weil wir in der Nebensaison sind. Die meisten Geschäfte haben zu, aber ich werde ein Café suchen und ich werde ein Café finden. Los geht's! Guck mal, ich glaube, in diesem gesamten Gebäude ist niemand da. Es gibt zwar sehr viele Häuser und Wohnungen hier überall, aber es gibt nicht sehr viele Menschen, die hier gerade wohnen. Der Ort ist im Herbst, in der Nebensaison, ein bisschen verlassen. Also es ist nicht viel los. Es sind nicht viele Menschen hier. Es fühlt sich ein bisschen so an wie eine Geisterstadt. Also der Geist und die Stadt, eine Geisterstadt, weil fast niemand hier ist. Ja, im Sommer, in der Hauptsaison, ist das bestimmt anders. Da sind bestimmt überall Menschen hier und die ganzen Häuser und Wohnungen sind voller Menschen. Und das ist bestimmt sehr anders. Und es muss bestimmt auch interessant sein, hier zu wohnen. Also für die Menschen, die das ganze Jahr hier wohnen und ein paar Monate den Ort voller Touristen haben und den Rest vom Jahr über alleine hier sind. Das muss spannend sein. Das sieht richtig verlassen aus. Ich glaube, ich habe ein Restaurant oder ein Café gefunden, was auf hat. Das Café hatte gerade auch zu. Also eigentlich hat es auf. Aber erst um 20 Uhr, erst später. Mal gucken, ob ich noch was finde. Ich sitze hier gerade auf einer Bank bei dem Spielplatz. Ja, die Ferienwohnungen sind jetzt gerade in der Nebensaison auch sehr günstig. Also alles ist hier gerade sehr günstig. Deswegen bin ich auch gerade hier. Ich habe sehr spontan entschieden, hierher zu kommen. Also ich habe nicht lange überlegt, ich habe nicht lange geplant, sondern ich bin sehr spontan hierher gekommen. Ich habe nach günstigen Ferienwohnungen an der Mittelmeerküste gesucht. Mir war egal, wo genau ich hingehe. Und ich habe die Ferienwohnung hier gefunden und gebucht
Und am nächsten Tag bin ich mit dem Bus hierher gefahren. Also sehr spontan. Und die Busfahrt war auch sehr günstig. Genauso wie die Ferienwohnung. Und ja, jetzt freue ich mich, hier zu sein. Auch wenn ich immer noch keinen Kaffee gefunden habe. Zum Glück gibt es einen Supermarkt in der Nähe von der Ferienwohnung. Aber ein Kaffee, mal gucken, ob ich noch was finde. Laufe gerade zurück zur Ferienwohnung und ich möchte etwas kochen. Ich habe ein bisschen Hunger. Ja, und ich finde es sehr interessant, weil ich eigentlich so Orte wie diesen hier nicht gerne mag, weil ich Orte, die so touristisch sind und so vom Tourismus leben, immer etwas künstlich finde, etwas unecht. Aber gerade tut es mir sehr gut, hier zu sein. Ja, und das finde ich interessant. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich es hier gut finde. Aber ja, umso besser. ja. Guck mal, in diesem Haus ist die Ferienwohnung, in der ich gerade wohne. Und siehst du? Das ist mein Balkon. Und ich glaube, ich bin gerade die Einzige, die in dem Haus wohnt. Vielleicht hier ganz oben ist noch jemand. Ja, sonst bin ich die Einzige. Ich liebe es, spontan alleine einfach irgendwo hinzufahren. Und ich möchte dich fragen, wie das bei dir ist. Fährst du auch spontan in den Urlaub und fährst du auch gerne alleine in den Urlaub? Und an alle die, die an so einem touristischen Ort wohnen, mit einer Hauptsaison, in der viele Menschen in den Ort kommen und mit einer Nebensaison, in der sehr wenige Menschen in dem Ort sind. Wie ist das für euch, das ganze Jahr über an so einem Ort zu wohnen? Ich bin sehr gespannt und freue mich, wenn ihr das teilen möchtet in den Kommentaren. Und falls du meine Arbeit unterstützen magst, weil dir das Video beim Deutschlernen hilft, dann kannst du mir sehr gerne einen Kaffee schenken auf buymeacoffee.com/Eleos Corner. Ich freue mich sehr über alle Kaffees, über alle Nachrichten. Dankeschön. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.